Die meisten von uns kennen bestimmt dieses wunderbare Gras, was wirklich ein Geschenk der Natur ist. Denn es wuchert zwar wie verrückt, wenn man nichts dagegen macht, aber wenn man genau nachdenkt, hat es super Eigenschaften und Fähigkeiten und zeigt uns wieder, wie wunderbar die Natur ist und welche Regulatoren sie hat. Und genau dieses Gras möchte ich heute auch als Anlass nehmen, um ein bisschen mehr auf die Gründüngung einzugehen. Wann ich zum Beispiel die Gründüngung aussehe, warum ich sie sinnvoll finde und welche Pflanzen man auch als Gründüngungspflanzen verwenden kann. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wie gesagt, ich möchte heute über dieses Gras hier sprechen, was ich euch gezeigt habe. Das habe ich jetzt aus dem Beet rausgezogen, nachdem ich hier einiges umgegraben habe. Also ich habe ja schon in einem Video gezeigt, was ich alles umgrabe. Und wie gesagt, war ja hier eine ehemalige Pferdewiese und ja, das Gras, das wächst halt hier kunterbunt, und wenn man halt nichts dagegen macht, dann wächst es halt hier alles auch zu. Und ja, das ist halt wirklich ein Beispiel für mich, was die Natur eigentlich für Pflanzen hat, um wirklich den Boden gut aufzubereiten, weil dieses Gras, das wurzelt echt tief und weitflächig. Also das heißt, wenn zum Beispiel hier nur eine kleine Wurzel in der Erde ist, dann wächst halt wieder ein neues Grasbüschel. Und ja, das wächst halt zum Beispiel auch ein ganzes Feld nach Jahren zu. Also hat man vielleicht nur eine Mutterpflanze und die legt halt ihre Wurzeln immer weiter heraus und dort wachsen halt immer neue Ausleger. Aber dieses Gras hier ist wirklich ein wunderbares Beispiel, was natürlich CO2 aus der Luft bindet und in den Boden bringt und somit auch die Humusförderung fördert sozusagen oder aufbaut. Und ja, da muss man halt einfach sehen, dass dieses Gras auch wirklich den Boden durchlockert, durchlüftet, durchwurzelt einfach und ihn einfach auch nicht verdichten lässt. Das ist auch eine super Eigenschaft, zumal auch dieses Gras auch wirklich den Boden da lässt, wo er auch hingehört. Also er wäscht ihn zum Beispiel nicht aus, er verwurzelt ihn, haltet ihn fest. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Eigenschaft bei Gründüngung und warum ich auch Gründüngung mache. Einerseits wirklich, um den Boden nicht ausschwemmen zu lassen, dass halt die Nährstoffe bei mir bleiben, dass das Leben auch bei mir bleibt. Also über die Wurzeln findet dann auch eine Symbiose statt mit den Mikroorganismen, mit Pilzen. Und das gewährleistet natürlich auch dieses Gras zum Beispiel. Im Allgemeinen bietet natürlich auch Gründüngung viel weitlegendere Eigenschaften, jetzt unabhängig von diesem Gras. Es nimmt halt auch natürlich die Nährstoffe von tieferen Schichten auf, wenn es zum Beispiel Tiefwurzler sind oder Pfahlwurzler, und bringen die nach oben an die Oberfläche. Und aufgrund der grünen Masse, die sich dann im Winter zum Beispiel ablegt und einfach schon mal oben eine kleine Mulchschicht bildet und dort halt auch wieder Nährstoffe für Regenwürmer, für Mikroorganismen finden, damit halt dann auch die Erde auf der oberen Schicht schon mal gut vorbereitet ist, damit man dort wieder neue Jungpflanzen reinsetzen kann, die dann schon am Anfang die Nährstoffe, die Mikroorganismen und einfach das Leben schon haben. Und das ist natürlich auch wirklich eine super Eigenschaft von Gründüngungspflanzen. Wann kann man jetzt eine Gründüngung ausbringen? Also grundsätzlich nimmt man ja Gründüngung als Fruchtfolge jetzt hier so im Herbst für den Winter herein. Und eigentlich kann man ja Gründüngung das ganze Jahr über betreiben, wenn man möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Jahr, zum Beispiel wie bei mir jetzt im Folientunnel, jetzt eine Pause gönnen möchte, anstatt Tomaten, könnte man jetzt auch Buchweizen, Phacelia, Sonnenblumen einfach reinsetzen und dort einfach den Boden aufbessern, oder auch Leguminosen, wie zum Beispiel Luzerne oder Klee, kann man auch super reinsetzen. Und ja, das sind halt auch zum Beispiel jetzt viele verschiedene Gründüngungspflanzen, und eine Gründüngung kann man ja grundsätzlich das ganze Jahr über machen. Die meisten machen es halt eher im Herbst oder im Winter, weil natürlich da sowas wie Zucchini, Gurken, Tomaten oder andere Kulturpflanzen eher weniger wachsen, haben ja
aufgrund unserer Witterungsbedingungen ja keine Chance hier. Und dann setzt man halt hier jetzt einfach Gründüngung, um einfach die Pause dann auch im Winter zu nutzen, um seinen Boden auch wirklich gut aufzubereiten. Was für Gründüngungspflanzen gibt es eigentlich? Also ich persönlich habe jetzt als Gründüngung jetzt schon voraus Sonnenblumen gesetzt. Da habt ihr auch schon einiges in meinen Videos oder wer mich ja auf Facebook folgt oder auf meinem Telegram-Kanal, habe ich auch da schon Bilder gezeigt. Ich nehme auch gern tatarischen Buchweizen für die Bienen und auch Phacelia habe ich schon genommen. Phacelia ist wirklich eine wunderbare Gründüngungspflanze, für Bienen natürlich auch, und die durchwurzelt auch wirklich super gut im Boden. Sonnenblumen und Phacelia habe ich auch schon wieder jetzt im Mitte September, Anfang Oktober rausgesät, einfach als Gründüngung halt. Natürlich kann man auch winterharte Sachen nehmen, zum Beispiel Feldsalat ist natürlich auch eine Gründüngungspflanze, oder Spinat, weil sie halt auch ein bisschen frostbeständiger sind und härter. Endivie für den Herbst oder auch Kohlgewächse wie Grünkohl, zum Beispiel Wirsing oder Blumenkohl. Einfach diese Sachen, die halt ein bisschen weiter in den Herbst reingehen und den Boden durchlüften, durchlockern und dann im Winter auch eventuell überstehen können. Vor allem Feldsalat natürlich auch, sowas, Wildkräuter, Vogelmiere wächst auch spät rein, Portulak, dieses Gras zum Beispiel hier, das sind einfach solche Sachen, die man natürlich auch als Gründüngung verwenden kann. Wirklich super ist natürlich auch Klee oder Luzerne, weil zum Beispiel Luzerne ist eine Leguminose, bindet Stickstoff von der Luft in den Boden rein, fördert so auch wieder die Humusbildung. Und natürlich haben die auch schöne tiefe Pfahlwurzeln, deswegen mag ich auch die Sonnenblume, die durchlockern, nochmal den Boden durchbrechen, auch verdichteten harten Boden und sorgen einfach für einen guten Humusaufbau und guten Boden. Und das sind halt zum Beispiel solche Pflanzen, die ich verwende. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Gründüngung durchführen kann. Also ich persönlich nehme auch diese Gründüngungspflanzen gerne mit. Reiß auch nicht wirklich alles im Beet raus. Zum Beispiel sind jetzt meine Zucchinis aufgrund des Moorgebiets hier eingegangen, weil hier kühle Luft reinkommt. Und jetzt lasse ich sie einfach eingehen und einfach für die Mikroorganismen lasse ich sie da. Das ist auch Gründüngung. Mulchen ist natürlich auch Gründüngung. Einfach alles, um den Boden bedeckt zu lassen, um Nährstoffe für den Winter da zu lassen, für die Regenwürmer, für Mikroorganismen. Das ist für mich wahre Bodenpflege und das ist auch für mich Gründüngung. Mahngold zum Beispiel, den sehe ich auch gerade, ist auch eine super Gründüngungspflanze, die überwintert natürlich auch. Und auch wirklich eine hervorragende Gründüngungspflanze, wo ich ein nächstes Video machen werde, sind natürlich Bäume. Und da werde ich einfach mal so wieder einen kleinen Einblick zeigen, im nächsten Video, wie ich Bäume jetzt ziehen werde. Aus Stecklingen, aus Kernen zum Beispiel, wo ich sie überall eingesetzt habe, in Kübeln. Und warum ich halt einfach Bäume wunderbar finde. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr das Video gefallen hat. Daumen nach unten, wenn dir das Video nicht gefallen hat. Das ist natürlich eine freie Entscheidung von jedem. Und natürlich würde ich mich auch über einen Kommentar freuen. Habt ihr schon mit der Gründüngung begonnen? Welche Pflanzen verwendet ihr? Und so weiter. Lasst uns einfach in den Kommentaren diskutieren. Freut mich immer wirklich sehr, einfach die Erfahrung von anderen Leuten mitzunehmen. Natürlich könnt ihr mir auch auf Telegram, auf Facebook oder hier auch einfach auf YouTube folgen, zum Beispiel auf den kostenlosen Abonnieren-Button drücken und auf die Glocke drücken. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einfach nochmal entspannte, erholsame Tage jetzt im Herbst. Die Wintervorbereitung kommt für das nächste Gartensaison und ich hoffe, ihr ergreift auch schon die Vorbereitungen. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.